Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Freizockt, Fußballmanager 14 im Mikromanagement beim Regionalligisten Wormatia Worms in der Regionalliga Südwest, und das wollen wir ändern. Deshalb heute das Rückspiel. Ja, und zwar das Rückspiel der Relegation für die dritte Liga. Das Hinspiel haben wir schon gewonnen mit 2:1 im heimischen Stadion. Und jetzt geht's auswärts gegen Schalke. Was haben wir dafür zu tun? Wir müssen ein bisschen gucken, was haben wir eigentlich trainiert. Dann machen wir wieder unser Spezialtraining. Ihr wisst schon, was ich meine. Und weil es auswärts ist, erhöhen wir die Summe ein bisschen. Ja, das soll immer helfen. So, da sind einige Gelbsperren gefährdete Leute, aber das interessiert uns nicht im letzten Spiel. So, haben die noch irgendwie was gefunden? Ich glaube nicht wirklich. Die haben zwar David Müller noch gescoutet und so, und da haben wir auch alles positiv, positiv, positiv. Was mich mal interessiert, das können wir nochmal gucken. Wow, 13.700 hat uns das Relegationsspiel eingebracht. Das ist ja der Wahnsinn. Wir müssen unbedingt eine dritte Liga, wenn wir dann immer solche Summen da umsetzen, das ist ja der Hammer. Wie kann das sein? Wir hatten weniger Zuschauer und haben mehr Geld verdient. Die Fans waren spendabler. Die haben mehr gegessen und getrunken, daran liegt's. Die haben gefuttert und ich lieb Schalke. Auch wenn dort kein Kloppo Trainer ist. Die haben gegessen und getrunken bei uns. Die haben uns den Hintern gerettet. So, wir trainieren hier noch ein bisschen schnell dieses welches. Da machen wir mal flotten Tag weiter, dass wir zum Spiel kommen. So, Scouting ist abgeschlossen. Das heißt, die wir eh schon geschlagen haben, kennen wir jetzt noch besser. Schauen wir mal, ob das eine Auswirkung hat. Wir sind richtig gut unterwegs. Die sind immer noch total schlecht unterwegs. Ich wollte das andere Wort jetzt nicht sagen. Ja, hier würde ich sagen, passt alles. Wir haben nichts verändert. Spielen genauso das Rückspiel, wie wir das Hinspiel bestritten haben. Und da würde ich auch schon sagen, gehen wir rein, kicken wir ein. Wir spielen wieder Heimtrikot. Die dürfen auch wieder Heimtrikot spielen. Und wir sagen heute, ja, gebt euer Bestes. Und dann hoffe ich, dass die auch ihr Bestes geben. Alter, bin ich gespannt, bin ich aufgeregt, bin ich fertig mit Welt. 2 Treffer von denen und das war's. 1 Treffer von denen und das war's. 3 Treffer von denen und wir haben ein großes Problem. So, oh Gott, wir spielen auch noch in der großen Arena. Und die ist leer. Das ist auch mal schön. So sehen dort die Stühle aus. Da sind wir dann Gerald Asamoah. Und dann gibt es auch schon hier den Anpfiff. Große Kulisse hier für unsere Mannschaft. Ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt gewohnt sind. Ob die damit klarkommen. Und da treffen sie schon. Das darf nicht wahr sein. Und die Kulisse hört sich an, als wären 80 Millionen Fans in dem Stadion. Und in Wirklichkeit sitzt auf den Tribünen kein Mensch. Oh Mann, Leute, Leute, bitte. Verspielt nicht so die Chance auf die dritte Liga, bitte nicht. So, jetzt heißt es für uns ein Tor machen. Ganz wichtig für uns, Tor machen. So, Geier von weit hinten raus auf Christiansen. Weißweiler trippelt sich vorbei. Weißweiler schnell. Weißweiler passt in die Mitte. Und so, Ball erobert. Geier wird abgeblockt. Und das war ein Pass, ja. Da hat die Abstimmung nicht gepasst. Ich weiß nicht, wenn ich die Spieler sehe, denke ich immer, die haben Leute aus der ersten Mannschaft hier reingezogen. Klar, Asamoah ist mittlerweile, der ist ja so alt, ich wusste gar nicht, dass der noch spielt. Das war nicht die Frage, spielt der Erste? Spielt er nicht Erste? Das war nicht meine Frage, sondern meine Frage war, spielt er überhaupt noch? Ich dachte nämlich, das wäre rum nach Kräuter führt. Hätte er doch mal durchgehen lassen können. Oh Gott. Tja, wir wären raus, ne? So, also... Aber Boller, oh.
2-2 nach Hin- und Rückspiel. Auswärtstore führt derzeit Schalke 04. Ich hoffe, wir kriegen das noch umgesetzt. Abseits, immer abseits. Die stehen so weit vorne. Der ist immer einer da. Die stehen so weit vorne. Die machen die Räume so eng. Nein. Dresing mit dem weiten Ball. Und schon wieder ist einer da. Und wieder einen weiten Ball. Und diesmal kommt hoffentlich einer dran. Ah. Warum lässt dann da nicht ein Weißweiler gehen? So, Weißweiler. Und wieder Ball abgeblockt. Das ist ein Drama. Was haben die denn da hinten für Innenverteidiger drinstehen? Wir kommen nicht durch. Wir kommen einfach nicht durch. So, Ball abgefangen. Der kam gut und Boller lässt sich einfach vom Fuß klauen. Ich werde noch verrückt hier. Ich werde echt noch verrückt. Wir brauchen ein Tor. Wieder der Ball weg. Und Geier, super, wieder der Ball weg. So, die holen wieder. Schanz passt voll in Mann. Wieder der Ball weg. Weiter Ball und zum Glück war der zu weit. Ich habe schon gedacht, das gibt jetzt noch eine Wahnsinnsflanke. Ja, weiter Abschlag, direkten Gegner auf dem Fuß, aber schön gekämpft. Schanz, Geier, durch auf Boller auf Christiansen und der ist zu weit vorgelegt. Unglaublich. Ja, Freiburg-Bayern, was ist das? Freundschaftsspiele nehme ich an. Das sind doch keine Relegationsspiele, oder? Mann. Wir bringen einen anderen Stürmer. Vielleicht kriegt er das besser gebacken. Der hat ja eine 4,0. Und, in der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf und gewinnen das Ding. Ich will ein Juhu hören von meinen Spielern. Ja, die gehen auf dem Zahnfleisch. Das ist einfach ein bisschen zu viel, würde ich sagen. Die haben jetzt zwei Spiele so kurz nacheinander, wo sie echt hier an die Leistungsgrenze rangehen. Wir motivieren mal ein paar. Vielleicht bringt das ja was. Hauptsächlich in der Verteidigung motivieren wir mal ein paar. Und natürlich einen Boller. Den müssen wir auch mal motivieren. Jetzt habe ich ein bisschen Hustenreiz. So. Zusätzlich gehen wir vollen Einsatz, volles Risiko. 100%. Und ich hoffe, dass wir das umgesetzt kriegen. Schwegler war unser Joker über die ganze Saison. Immer wenn wir den eingewechselt haben, sind Tore gefallen. Der kann Ball behaupten. Und kaum ist er auf dem Feld, kommen wir auch zum Torabschluss, auch wenn der Torhüter hält. Und da hatten wir Glück, weil der Wölk, das ist, weiß nicht, das Stellungsspiel von dem gefällt mir heute nicht. Ich glaube, die sind verwirrt, weil das diese große Arena ist. Die schüchtert die ein. Aber die Bälle laufen. Die geben jetzt hier richtig Gas und kämpfen. Geier, da ist er drin. Lukas Boller mit dem 1:1 in der 52. Minute. Ich werde wahnsinnig hier. Ich drehe durch. Damit haben wir unser Auswärtstor und damit führen wir wieder. So, Bälle abwehren. Abwehren. Oh. Boah, Glück gehabt. Wirklich Glück gehabt. Wahnsinnig gut gespielt. So, wir können hier wieder ein bisschen vom Einsatz runtergehen, sonst machen wir unsere Leute wirklich platt. Die gehen sonst echt auf den Zahnfleisch. Die sind sonst tot. Bevor die abgepfiffen wird, fallen die uns um. Und dann fangen wir sowieso ein Tor nach dem anderen. So, ich bin am überlegen, ob wir Söder für Weißweiler schon einwechseln sollen. Wir brauchen frische Leute auf den Außen. Und Paulus für Schanz. Wir brauchen frische Außenspieler, die fit sind, die rennen können, die schnell sind.
die nicht abkacken beim einen, beim Rennen, weil sie nicht mehr können. So, Paulus, Wahnsinnsball auf Boller, auf Schwegler und der... Oh, sehr schön. Kein Konter. Wir können uns schön sortieren. 62. Minute. Wenn es so bleibt, sind wir weiter. Und wir sind im Angriff. Wir setzen uns durch und jawohl, ja, Handspiel, sehr schön, gut gemacht, Ball abgeblockt, wichtig. Ja, das ist wichtiger, dass der Ball nicht durchkommt. Und das Foul war auch okay. Wir müssen jetzt verhindern, dass die uns ausspielen. Mein Gott, wen wechseln die denn da alles ein? Sehr schön. Ich dachte schon. Die Mauer blockt ab. Oh nein! Jetzt verschenken sie zu viel Freistöße da hinten vom eigenen Tor. Das darf nicht wahr sein. Oh, welch Glück, der schießt den vorbei. Abstoß und wieder zum Gegner. Und schon wieder ein Foul. Und schon wieder gibt's Freistoß. Ja, die provozieren das jetzt. So, wir haben wieder Dusel. Und jetzt komm, jetzt lass den Ball. Dann spiel den Ball doch mal so, dass er ankommt. Nein! Oh. Ich hab's kommen sehen, dass den Asamoah da keiner stellt. Dann kommt die Flanke, Stellungsspiel von Wölk beschissen und 2-1. Tja, jetzt gibt's Verlängerung. Was habe ich denn da im Hals? Nein, das geht schon wieder so ab. Was machen die denn? Wieder hoch auf 100%. Die müssen da durch. Wir können das Spiel, wir dürfen das nicht verlieren. Das ist so wichtig. Da haben wir einen Ausgleich, dann schenken wir es wieder her und wir vergeben einen Freistoß, eine Freistoßchance nach der anderen hier vom eigenen Tor. Geben wir hier an den Gegner und verschenken damit Wahnsinns-Torchancen. Jetzt aber Konter, oder? Komm, Konter, Konter, lass ihn laufen, nein! Ah, Pfosten! Sehr schön abgefangen hier. So erwarte ich mir das. Jetzt aber Schwegler, komm. Bleib dran. Kämpf. Paulus. Wunderbar auf Boller. Boller auf Geier. Fernschuss. Und der Torhüter hält. Und es gibt Verlängerung. Das gibt Verlängerung. Ohne Scheiß. Wenn wir dann nicht noch einen Ball reinmachen. Boah, ich hab schon gedacht. Da pfeifen sie nicht ab bei der Nachspielzeit. Wenn der da aufs Tor zu rennt. Wenn wir aufs Tor zu rennen, pfeifen sie immer ab. Puh. Was ein Spiel, was ein Spiel. Gibt's gleich Elfmeterschießen oder was? Was machen die denn da? Ich will nur mal meine Mannschaft motivieren jetzt, komm. So, wie frisch, frisch, frisch. Die können nicht frisch sein. Aber wir haben uns auch gut regeneriert. Nein! Oh. So, Söder, wunderbar. Auf Schwegler, der schön den Paulus gesehen. Schöner Ball auf Boller. Alter, ich glaube, das Spiel will, dass ich hier einen Herzinfarkt vom Rechner sterbe. Ich will aufsteigen mit denen. Ich will das Spiel gewinnen hier. So, Schwegler ist durch, Schwegler, Boller, super, 2-2, Wahnsinn, wir haben 2 Auswärtstore, Boller lässt sich feiern. Jetzt brauchen die 2 Treffer, soweit ich weiß, wenn ich richtig rechne, oder? Wir haben 2 Auswärtstore und 3, nee, das, ja doch, wir führen. Die haben 3 Tore mit einem Auswärtstreffer, wir haben, nee, wir haben 4 Tore. Mit 2 Auswärtstreffern. Die brauchen 2. Die brauchen Minimum 2. Hua.
Das war ein wichtiges Tor und da ist Halbzeit der Verlängerung und ich bin schon ein bisschen beruhigter mittlerweile. Boah, weil die Rechnung einfach sagt, dass wir es geschafft haben. Dürfen uns halt jetzt nur nicht noch eins, zwei Tore fangen, ne? Das ist natürlich das Problem. Also eins wäre die Absicherung oder eins ist die Versicherung, dass falls sie noch einen machen. Aber wenn dann einer fällt und dann noch einer und dann sieht es wieder eng aus und ja, Hillebrand. So unnötig von Hillebrand. Oh nein, 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 nein. Boah, gut abgewehrt. Sehr schön abgewehrt. Boller stört, beinahe den Ball erobert. Dann wäre ein Konter gelaufen. So, Dressing fault. Da sind sie wieder im Angriff. Ne, sie provozieren wieder. Ah, und dann machen die einen Freistoß-Tor. Deshalb habe ich die ganze Zeit gesagt, bloß keine Freistöße in Tornähe. Oh, die wollen es nochmal spannend machen. Was denn jetzt? Wieso kriegen wir denn rot? Weil der die Kontrolle über sich nicht behält und fällt hin. Das oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt Schwegler, Schwegler. Ah, dem fehlt jetzt da vorne der Sturmpartner. Ich glaube, wir haben es geschafft. Der hat abgepfiffen. Der hat abgepfiffen. Ich kann es irgendwie noch gar nicht glauben. Die klatschen sich ab, die umarmen sich. Ich glaube, wir haben es geschafft. Gucken, ob meine Rechnung gestimmt hat. Oh ja, drehen wir richtig auf den Gewinn das noch. Ja, das war natürlich, dass der Rot da kriegt. Auswärtstorregelung bringt Formatia Worms hier in die dritte Liga. Wir haben es geschafft. Ein Wahnsinn, was ein Spiel. Ey. Ich war kurz vorm Herzschlag. Alter, ich brauche Urlaub. Freue ich mich jetzt auf die Nachsaison. Tja, rote Karte. Tja, Saisonende 2013-2014. Torschützenkönig der Regionalliga Südwest Lukas Boller von Wormatia Worms. Torwart Philipp Wölk von Wormatia Worms. Und das Duell gewinnt Leo Schanz von Wormatia Worms. Unglaublich. Wir sind die Abräumer. Die Abräumer. So, von der Bundesliga in die zweite Bundesliga. Hertha BSC gewinnt und Köln bleibt unten, wenn ich das richtig sehe. Und Arminia Bielefeld gewinnt ebenfalls und Leipzig bleibt unten, wenn ich das richtig sehe. Tja, wir haben es trotzdem geschafft. Lewandowski ist bei Bayern München und hat 26 Scorerpunkte. Ne, 52 Scorerpunkte für 26 Tore, weil die Liga mit zum Faktor 2 gewertet wird. Aber Falcao vom AS Monaco FC in Frankreich hat 35 Tore gemacht. Das ist der Falcao, den ich nicht kannte. So, persönlicher Sponsor bietet sich uns noch an. Ja, im Prinzip ist es uns ja wurscht. Komm, wir nehmen das einfach an, wie es ist. Der erreicht neue Erfahrungsstufe. Neuer persönlicher Sponsorenvertrag, ja. Ist, im Prinzip war es das ja. Das Einzige, was jetzt noch kommt. Akzeptieren Sie das Urteil? Ja, komm, ist ja zwei Spiele gesperrt. Das Einzige, was jetzt noch kommt, ist die komplette Nachsaison, die ich jetzt im nächsten Part vorhabe, in einem Part abzuarbeiten. Da ist ja kein Spiel mehr und nix. Da will ich einfach nur den Saisonsprung schaffen, weil es dann nochmal unheimlich viele Punkte für den Manager gibt. Und dann mache ich den gleichen Part im Prinzip mit Saisonende. Also den spiele ich dann noch mit dem Manager, der vereinslos ist und versuche einen Verein zu finden, mit dem wir dann 2014 loslegen können. Und da bin ich mal gespannt, ob da meine Idee funktioniert. Und dann spielen wir die Saison von Juli 2014 bis Juni 2015 bei einem neuen Verein mit Stärke und Talent und dann noch mit den entsprechenden Logos und Ligen, weil ich vermutlich, ich bin noch am Überlegen, ob ich die dritte Liga mit dazu nehme in Deutschland oder ob ich sage, okay, die lassen wir weg und nehmen dafür noch die ein oder andere ausländische erste Liga rein, wo es eine Lizenz gibt,
weil ich schon ganz gern mit einem Verein spielen würde, der eine Lizenz hat. Also das hier, das finde ich auch nicht so toller. Und ich bin auch ganz offen und ganz ehrlich, ich lade mir diesen Fanpatch nicht runter, um irgendwelche Logos einzufügen. Das kann man machen, wenn man das privat spielt. Wenn man das Ganze hier auf YouTube zeigt, würde ich das persönlich ein bisschen meiden. Einfach, ja, wegen den ganzen Logos und so weiter hat man ja eigentlich keine Lizenz für. Und wenn die Gerüchte stimmen, die man so hört, wird sich da ja auch einiges ändern. Spätestens im Januar 2014. Dass es nicht mehr so einfach sein wird, den Monetarisieren-Button zu drücken. Da bin ich mal gespannt, was da noch auf uns zukommt. Aber es betrifft wohl hauptsächlich die Leute, die gar kein Netzwerk haben. Schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. Ich sage an der Stelle erstmal in diesem Part danke, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, ihr guckt euch die Nachsaison noch an. Guckt euch dann an, wo wir hin uns verhandeln oder wo wir uns hin verhandeln. Das ist eigentlich korrekter. Und mit welchem Club wir dann, ja, die 14er, 15er Saison kicken, machen, tun. Unsere zweite Saison als Trainer. Wir behalten natürlich diesen Trainer mit seinen Punkten und allem drum und dran. Und deshalb will ich auch so viel mitnehmen, wie es geht. Aufgrund der Tatsache, dass wir den Trainer ja behalten und dann auch einen besseren Verein wahrscheinlich schon angeboten bekommen. Ich sag, wie gesagt, an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.